Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu God of War Ascension. Wir sind jetzt stehen geblieben das letzte Mal, nachdem wir das Eis Poseidons bekommen haben. Und ja, wir wollen nochmal weitermachen. Ich habe jetzt nochmal zwei Punkte nach die Helligkeit nach oben gemacht, weil immer noch geschrieben worden ist, es wäre zu hell. Heller mache ich das jetzt aber wirklich nicht, weil ich kann es selber nicht bestätigen. Denn bei mir im Kleinbildmodus ist schon das hell genug, aber jetzt reicht es auch wirklich. Also, wir wollen auch nicht übertreiben mit der Helligkeit. So, hier ist doch, hier ist gar nichts. Natürlich Scheiße jetzt. Zack. Dann haben wir das Teil jetzt befreit sozusagen. Das ist ein riesiger Schlangenkopf. Wie ich es mir schon das letzte Mal gedacht habe, das sieht ziemlich nach Schlangenhaut aus. Okay, wie das aussieht, müssen wir drei Schlangenköpfe betätigen sozusagen, dass sie hier ran docken sozusagen an diese Station hier, um den vollen Stromlauf zu bekommen. Hier geht's runter, hier geht's hoch. Moment, da unten ist schon eine Kiste. Königsfeder, eine fehlt noch. Und wir haben jetzt eins von drei, wie gesagt, unter Strom gesetzt. Mein Gott, das ist ein ganz schön langer Aufstieg hier schon wieder. Tagebuch eines Orakelsuchenden. Wie gut es geschützt ist. Die Schlangen sind wild. Ich werde sie besiegen. Ich muss zum Orakel. Oh, oh, warte. Lass mich mal ganz kurz gucken bei den Upgrades. Wir können ja jetzt das schon wieder aufleveln, ne? Oder für ein neues Upgrade der Dingens sorgen. Ja, ich weiß ja nicht. Den Speer können wir mal mitnehmen, das ist voll. Oh, wow, 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 wow. Kurzer Insider-Info des God of War. Ey, ohne Scheiß, ist schon bei jedem Teil ist es so. Das ist so eklig zum Bearbeiten, zum Rendern. Weil jetzt
gerade wo wir jetzt so sind, durch die Gegend laufen und so weiter, ist es so ultra leise. Aber wenn du im Kampf bist, ist es so dermaßen laut, es ist echt nervig, das zu bearbeiten, ne? Im Vergleich zu anderen Spielen. Aber nun gut. Der Turm zu Delphi. Sieht ziemlich schlangenmäßig aus. Das war so klar. Wie heißen die Dinger nochmal? Chimären? Nee, heißen die so? Nee, oder? Doch, könnte sein sogar. Fuck! Ja, mach ruhig was du willst mit mir. Mach ruhig was du willst. Alter! Oder mit dieses. Machst du nur den gleichen Angriff, du Stück Scheiße, du? Jetzt reicht's aber hier. Oder auch nicht. Nochmal bitte das Ganze. Dann macht die ganze Zeit nur das Gleiche. Ich will ja nicht sagen, dass mir das auf den Sack geht mit diesem Gift, aber es geht mir auf den Sack. Und ziemlich krass sogar. So, jetzt hau ihm irgendein Teil davon ab. Am besten den Schlangenkopf, genau. Guckt euch das Teil mal eben an, das sieht so krass aus. Ich will eigentlich in diesen Blockmodus. Fuck! Kann man das überblocken mit diesem Move? Wow, hör auf jetzt. Weich, komm, weich. Bringt aber auch, glaube ich, überhaupt nichts mit Feuer, mit der Feuerattacke da anzugreifen, oder? Okay, diesen Eisangriff kann ich schon mal damit mit diesem Move nicht blocken. Und ich bin gleich tot. Fuck. Ey, ich spiele so grottig manchmal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ach, Mann. Okay, das ging ein bisschen schneller jetzt als vorhin. Kann ich den hier reinlocken? Das macht ihm gar nichts. Also. Thank you.
Ja, geht doch, geht doch, geht doch. Ausweichen. Greifen jetzt. Irgendwie macht das schon mehr Sinn, so ein bisschen überlegter anzugreifen und auch mal abzuhauen. Vielleicht sollte ich das mal öfters machen. Komm her, du scheiß Ding. Fuck, 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 fuck. Na, komm, 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 komm. Das war wieder doof. Da wollte ich wieder zu viel. Alter, du scheiß Vieh. Ich hab's verkackt, ich hab den Quicktime-Event verkackt. So, jetzt nochmal. Diesen Move kennt man aber irgendwie schon. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Mein Gott, ey, dass so ein Zwischenboss schon so viel ausmacht bei mir. Aber es liegt wohl an meinem nicht so krass vorhandenen Skill. Was ich auch manchmal nicht verstehe, dass der Sound teilweise ganz weg ist. Für einen kurzen Moment zwar nur, aber trotzdem ein wenig komisch. So. Kleine Rutschpartie. Und jetzt springen. Alter, ist natürlich scheiße, wenn zwei angreifen. Kann ich den einen jetzt nicht... Fuck, was ist das da für ein Vieh hinter mir?